die Grenze zum Gazastreifen. Von hier aus feuert das israelische Militär Raketen ab, immer wieder. Ihr Ziel, Gaza-Stadt. Dort schlagen die Geschosse ein und legen vieles in Schutt und Asche. Seit Beginn der Kämpfe vor 7 Tagen sollen hier mehr als 170 Menschen getötet worden sein. Tausende sind auf der Flucht. Am Wochenende hatte die israelische Armee ihre Angriffe ausgeweitet. Erstmals kamen dabei kurzzeitig auch Bodentruppen zum Einsatz. Trotzdem aber feuert auch die Hamas weiter Raketen Richtung Israel ab. Menschen flüchten immer wieder in Schutzräume, wie hier in Tel Aviv. Wir wissen nicht, wann diese Operation vorbei ist. Sie könnte noch lange dauern. Deshalb brauchen wir die Unterstützung und Disziplin des Volkes. Die internationale Staatengemeinschaft aber fordert ein schnelles Ende der Kämpfe. In Kairo kommt heute die Arabische Liga zusammen. In New York tagt der UN-Sicherheitsrat. Das Ziel? Eine Waffenruhe, um den Menschen in Gaza und Israel zumindest eine Verschnaufpause zu verschaffen.